Hey, du bist auf der Suche nach einem guten DPS-Set, etwas für jeden Tag, wo man überall mit spielen kann, Heroic, Legendär und sogar Raid-proofed. Dann bleib dran und schau dir an, wie ich meinen Daily Driver gebaut habe. Hallo, hier der Muppet Lounge, aka Charon, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, weil dich interessiert, wie das Daily Driver Set aufgebaut ist. Nun, woraus besteht das Umbra-Initiative Set im Wesentlichen? Aus zwei Buffs, die sich aus dem Schatten und in das Licht nennen. Wenn ihr in einer Deckung seid, wird aus den Schatten aufgeladen. Und zwar erhaltet ihr eine Aufladung von 50 Stacks, die pro Sekunde um 10 Stacks erhöht werden. Geht ihr aus der Deckung raus, ist dieser Buff aktiv und gewährt euch bei 50 Stacks 1% kritischen Trefferschaden und weiter bis zu 30% RPM Haste. Das bedeutet, dass eure Waffe 30% schneller schießt als im Normalmodus. Wenn ihr aus der Deckung draußen seid, wird gleichzeitig, wie sich der Buff aus den Schatten abbaut, in das Licht aufgebaut. Dieser wird genauso aufgebaut, wie wenn ihr in der Deckung seid, und funktioniert so, dass wenn ihr wieder in eine Deckung geht und ihr Schaden erlitten habt, ihr geheilt werdet. Wird der komplette Buff in das Licht in der Deckung verbraucht, um euch zu heilen, dann habt ihr 40% eurer Rüstung in der Deckung wieder regeneriert. Bei diesem Set dreht sich alles um zwei Sachen. Die eine ist die Deckung, weil ihr die Deckung braucht, um einen Buff aufzubauen, den ihr dann außerhalb der Deckung abbaut, um einen zweiten Buff aufzubauen. Und das zweite ist, habt einen hohen kritischen Treffer-Chance-Wert, weil dieses Set euch zusätzlich kritischen Trefferschaden gibt. So, dann kommen wir mal zum Aufbau des Sets mit den Bonis und den Attributen. Erstmal das Umbra-Set an sich. Mit zwei Teilen von der Umbra-Initiative erhaltet ihr 15% Chance auf kritischen Treffer. Mit einem dritten Teil bekommt ihr 30% Nachladetempo und ab dem vierten Teil bekommt ihr den eben angesprochenen aus dem Schatten in den Lichtbuff. Das erste Teil, die Maske des Umbra-Sets, ist auf Waffenschaden gerollt, hat Schaden durch kritische Treffer und Chance auf kritische Treffer. Die Weste ist ebenfalls auf Waffenschaden gerollt, hat auch Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer. Und die Weste ist deswegen in dem Set drin, weil dort nämlich der Buff von 50 auf 100 Stapel erhöht wird, der Stapelgewinn pro Sekunde von 10 auf 20 erhöht wird und ihr damit mit einem maximalen Stapel von 100 dann 100% kritischen Trefferschaden habt. Die Handschuhe sind ebenfalls auf Waffenschaden gerollt und haben noch zusätzlich Schaden durch kritische Treffer. Die Knieschoner sind als einziges Teil aus dem Umbra-Set auf Rüstung gerollt und haben als Nebenattribut auch Schaden durch kritische Treffer. Der Holster ist ein Gruppo Sombra, um durch den 1Z-Bonus die 15% Schaden durch kritische Treffer noch mitzunehmen. Dann ist dieser Holster auf Waffenschaden gerollt, hat noch Chance auf kritische Treffer und auch nochmal Schaden durch kritische Treffer. Die angenehme Wildcard des Sets ist der Memento-Rucksack, in den wir 6% kritische Trefferchance eingesockelt haben. Und durch diesen Rucksack erhalten wir 15% Waffenschaden, 170.000 Rüstung und einen Fertigkeitsrang. Das ist sofern angenehm, weil man mit dem Fertigkeitsrang eine zusätzliche Aufhebung für den Revive-Five hat, mit dem ich spiele, und auch der Decoy um einen Fertigkeitenrang nach oben gepusht wird. Ferner bietet der Rucksack die Möglichkeit, dass man maximal 30 Marken aufsammeln kann, wo man einen Buff erhält, der 5 Minuten hält, bei jeder weiteren Marke, die man aufsammelt, sich die Zeit wieder auf 5 Minuten verlängert. Und über diese 30 Marken bekommt man 30% Waffenschaden, 30% Fertigkeiteneffizienz und eine laufende Rüstungsregeneration von 3% pro Sekunde. Die Hauptwaffe in dem Set ist ein SIG 556 Sturmgewehr mit Schaden gegen ungedeckte Ziele und strapaziert. Die Zweitwaffe ist eine Scorpio, da sie als einzige Schrotflinte wirklich auch einen Stagger-Effekt auf die NPCs ausübt und daher unheimlich gut im Close Combat dann auch zu gebrauchen ist.
Damit ist das Set bei einem Base Damage von 119,3k Waffenschaden, 54% Chance auf Crit und 125% Schaden durch kritische Treffer. Wenn die Memento-Marken gesammelt sind, erhöht sich der Base-Damage auf 155k Waffenschaden. Mit dem Buff noch aus Strapaziert und dem Umbra-Set-Buff haben wir dann 275% Schaden durch kritische Treffer. Ferner haben wir noch eine Rüstung von 1.180.000 und erhalten bei jeder Tötung noch 118.000 Rüstung wieder zurück. Abgerundet wird das Set natürlich durch die Spezialisierung. Hier habe ich mich für die Gunner-Spezialisierung entschieden, wegen den drei Talenten. Unaufhörlich, das Töten von Feinden gewährt 10% Rüstung, um die Survivability etwas zu erhöhen. Dann Verbindungsstück, jedes dritte Nachladen erfolgt 50% schneller. Und das Talent Speerfeuer, wo die Feuerrate nach jedem Kill nochmal um 5% erhöht wird. Damit haben wir dann eine Feuerrate mit dem aktiven Initiative-Buff von 35%. Ich denke, du hast jetzt einen guten Einblick bekommen in den Bau des Umbra-Initiative-Sets. Wie eingänglich erwähnt, ich habe es in heroischen Missionen, legendär und auch in beiden Raids gespielt. Man kommt sehr gut damit durch. Es ist wirklich ein guter Daily-Driver, wenn man auf der Suche ist nach einem sehr starken DPS-Set mit sehr viel Selbstheilungsmöglichkeit, ohne extra noch was mitzunehmen, ist man mit diesem Set auf jeden Fall mehr als gut beraten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, genauso wie über einen Kommentar, wie dir das Set gefallen hat oder wenn du es nachgebaust, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Falls du mich noch nicht abonniert hast, tu das doch gerne, weil es werden noch weitere Videos über weitere Sets hier auf meinem Kanal dazu erscheinen. Das Gameplay wird jetzt noch bis zum Ende durchlaufen, da kannst du dir angucken, wie es sich in der Mission noch geschlagen hat. Und ich sage dann, wie immer, munter bleiben!